Herr David, ich habe eine Kamera mit. Meinst du, ich kann joggen? Theoretisch schon, ja. Okay, klar. Hi. Hallo. Junge! Ich darf fast nicht sagen, was ich sagen soll, ne? Nein, ich mache einfach nur einen Vlog. Ach so. Sandra und ich sind hier gerade auf so einem Back-to-School-Dreh mit Spotify. Da hinten ist Maura. Die kümmert sich um unseren Podcast bei Spotify. Die macht richtig beschissene Arbeit. Shoutout geht raus. Die kennst du sonst nur aus McDrive, ne? Hi. Na? Luca, nicht Finger reinstecken, die beißen das ab. Die beißen das doch nicht ab. Sandra, du bist kein Huhn. Die sind schon süß, ne? Ich will den gerne Leckerlis geben. Was ist denn die Mettbrötchen? Ich hab noch ein halbes. Ja, okay, es ist zum Glück kein Elektro-Ding, weil sonst würden das gebratene Chilis, Grillis sein. Halbes Hähnchen lecker. Also hier vorne kann man irgendwie durchgehen. Das habe ich ja nie verstanden, ne? Ist das einfach ein Flex, dass man so CDs aufhängt? So, guck mal, ich habe hier Robbie Williams 1930. Ach, moin! Anderes Schuhwerk auch wieder optimal hier. Die pflanzen hier einfach selber Tomaten an. Ich habe auch mal Tomaten angepflanzt bei mir in Hamburg in der Wohnung. Und diese Sträucher sehen einfach aus wie Marihuana. Dann kam mal die Bundespolizei zu mir, weil ich einen Dreh mit denen hatte. Und die haben gesagt, das darf man nicht. Aber es waren nur Tomaten. Hast du Natur? Ja, jetzt wird erstmal geraucht, ne? So, Leute, wir müssen mal wieder hier Promo machen für Dick und Doof, weil es anders nicht läuft. Ja. Halten uns wie die letzten Idioten hier. Auf jeden Fall machen Sandra und ich hier gerade so ein Back-to-School-Shooting mit Spotify, weil Sandra und ich quasi so mäßig zurück zur Schule gehen. Wir müssen so ein paar Aufgaben lösen auf eine witzige Art und Weise. Und eigentlich raucht Sandra nur. Yes, sir. Das hier sind die ekelhaftesten Brötchen, die es gibt. Das ist einfach so 5 Kilo Fleischwurst drauf, ne, David? Hm. Ich habe auch eine 5 Kilo Fleischwurst, aber in der Hose. Geil. Das ist die Schilddrüse. Das ist ja die Lunge, oder? Oh ja, das gibt es auf jeden Fall zweimal. Ja, bei dir sind die schwarz, ne? Ja. Hier fehlt doch irgendwas da. Nein, ich Du hast schon einen Bio-Leistungskurs, oder? Und du? Ich auch. Luca, nicht mein Darmbad. Kannst du mal kurz mich und meine Chicks filmen? Ja, Luca und seine Chicks, ne? Stellt mich am Boden. Alles Astronaut. Nee, alles Blitz und Blau. Wollt ihr euch einmal so hinsetzen, wie ihr gleich sitzen würdet, wenn ihr vor euch daran basteln würdet? Hey, das war korrektes Deutsch, glaube ich. Ich glaube auch. Alle mal kurz Applaus für David. Weird. Wir müssen jetzt auf jeden Fall das Ding hier zusammenbauen, das Teil muss fliegen, ne? Ja. Ja, schön. Ich schwöre, da stehen Straßenschilder, ich sehe die nicht. Wofür brauchst du eine Straßenschilder? Du hast doch eh keinen Führerschein. Ja, aber für E-Scooter. Also ihr macht gleich, steht davor, wieder das Intro. Ja. Super. Ich habe nicht zugehört. Was ist grün und tötet dich, wenn es vom Baum fällt? Ein Billardtisch. Gib mal Lineal zurück. So, Sandra, wir befinden uns hier in der Schule, ne? School. Was ist deine Lieblingsstelle aus unserem Podcast? Die TikToks. Die TikToks? Klar. Kein Koffer hatte Untergewicht. Alle hatten Übergewicht. Das beschreibt meine Familie sehr gut, weil wir alle sehr fett sind. Findest du unsere TikToks? Ja, also ich würde dem Ganzen eine 10 von 10 geben. Ich dachte, du bist auf Diät und wolltest kein Schokobrötchen. Ja, jetzt habe ich es beendet. Oh nein. Oh nein. Ja. Was ist das eigentlich für ein Haarschnitt da oben wieder? Ich bin übrigens immer noch Single. Wenn ihr mich haben wollt, dann nehmt mich doch einfach mal. Ohne Witz, ich kann richtig gut hör mal! Kann nicht sein, dass ich jetzt schon seit 2 Jahren Single bin. Also nehmt mich doch jetzt mal. Was ist 7 mal 7? 49. Was ist 5 mal 5? 25. Was ist 7 geteilt durch 9? 0,8. Weiß ich nicht. Luca, schluck oder spucken? Sandra! Gib mir jetzt die Kamera zurück. Nee! Gib doch die Kamera zurück. Gib mir doch jetzt. Gib mir die Kamera. Wir müssen uns heute gegenseitig malen. Nein! Nein! Nein, du, hör auf! Ich bin allergisch gegen teure Kunstwerke. Deswegen musst du die ganze Zeit niesen und kribbelt mir in der Nase, wenn ich mir mein Bild angucke. Welches Organ des menschlichen Körpers ist bezogen auf die Oberfläche das größte? Haut! Nein! Ja. Wie fandst du den Dreh jetzt? Gib ich einer 10 von 10. Und du? Ich auch. Ja. Wir sind jetzt noch kurz hier zu Sandra nach Hause gegangen.
Bevor du in einer Woche in Köln bist, musst du dich in Kölner sprechen. Oh, guck mal, Ralf ist umgezogen. Früher stand er noch da unten, da wo die schönen Bilder sind, die Sanna und ich uns gerade gegenseitig gemalt haben. Schreib mir in den Kommentaren, welche schöner ist. Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das so schöner ist. Sandra ist übrigens die Influencerin, die am größten Fake ist. Und zwar hat die immer im Podcast gesagt, die kauft sich nie Markensachen, bla bla. Letztes hat die schon Balenciaga-Tasche sich gekauft. Was sehe ich unten? Louis Vuitton-Tasche. Ja. Man denkt so von außen, boah, voll schön, muss man so richtig aufpassen. Sandra. Junge, was ist das? Dieses Buch hier beschreibt Sandras Leben auch 1:1. Oh ja, tatsächlich. Willst du wen grüßen? Ich grüße meine Mutter und ich grüße Laser Luca. Ich grüße Maria. Maria, wenn du das Video siehst. Hi! Wen grüßt du? Die hat mich gerade gegrüßt. Wir machen jetzt ein Spiel und zwar kennen das schon die Podcast-Hörer. Wir versuchen jetzt zu raten, was Vierrad als Begrüßung sagt. Ich sag Ola. Vielleicht auch Moini. Moinsen. Moinsen! Ja, aber ich war auch fast knapp. Verdammt! Ich sitze hier mit zwei Idioten am Tisch, Alter. Ich hab nicht gehört. Nee, nee, was ist das an deinem T-Shirt? Scheiße. Wir sind jetzt bei mir und spielen Monopoly mit Vierrad. Moin. Sandra. Moin. Peyton. Und mir. Moin. Zwei, pasch. Och, Luca. Hm? Nee. Wo bist du gerade drauf gekommen? Vielleicht auf die Schlossallee, wo zwei Häuser draufstehen und das summa summarum 600 Knoten in meine Tasche sind. Na, hör mal! Hör mal! Sandra ist der Dino und ich habe diese beiden Straßen voll bebaut. Sieh da. Nein, 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 ich drauf los, gib 400 Euro, ihr scheiß Scheiße. Also bei mir sieht es ziemlich rosig aus, ich habe fast alle Straßen. Sandra will gehen. Wo ist der Bus mit den Leuten, die es interessiert? Zwei Minuten später. Sandra ist auf meine Schlossallee gekommen, wo man mittlerweile sage und schreibe 1700 Moneten in meine Tasche zahlt. Ihr finales Feedback zum Spiel. Ich gehe nach Hause. Ich gebe nicht auf, ich gehe einfach nach Hause und will, dass wir das Match morgen weiterspielen. Was ist dein finales Feedback? Ich habe gewonnen. An der Stelle würde ich den Vlog jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Das ist so peinlich, das kannst du so nicht machen. Warum? Nein, das machen wir neu. Warum? Das ist peinlich. Warum ist das peinlich? Weiß ich noch nicht. Und dann will ich jetzt auch nicht mehr. Dann mache ich einfach so. Das kannst du nicht machen, so.